Hallo und herzlich willkommen hier zu den Slowenien-Farmern mit dem lieben Marian. Grüße. Hallo. Olli, kannst du mich hören? Ja. Hast du noch bitte noch immer verschollen? Ich habe noch nichts gehört. Okay. Na gut. Und vielleicht ist er bloß mal austreten? Das könnte sein. Wer weiß? Könnte sein. Weil der Traktor hinter steht. Oh, das ist eng. Das schaffst du schon. Ich glaube an dich. Danke. Ah, geht. Potenzialsperre an. Und los. Ja, kommt ordentlich was zusammen. Jo. Nicht schlecht. Ja, dass da nicht Futter ausfällt über den Winter. Das war knapp. Oh ja. das wird auch ein Thema dieses Jahr sein. Ja. Bestimmt. Ich hab mit meinem Nachbar gesprochen. Der hat jetzt 30 Kühe. Also das wird nicht dieses Jahr sich ausgehen. Ja, muss er zukaufen, aber das ist auch alles Geld. Das oder das Bestand verkleinern. Das ist halt die Frage, ne? Der hat eigentlich nur einmal gemäht dieses Jahr. Ja, das ist bei uns, glaube ich, aber auch nicht viel anders. Oh, irgendwie voll. Na ja, trinkt nicht so viel. Schon wieder. Ja, aber der hat eigentlich die Kühe draußen, also an den auf der Weide, ja, also halbes Anwesen ist für die und andere Hälfte mit der. Aber ja, wie gesagt, dieses Jahr ist sehr, sehr schlimm. Ja, das ist halt Mist. Aber kannst du leider ja nicht wirklich machen. Ja. Kannst gar nichts machen. Oh, beide Hunde sind auf dem Feld. Okay. Aber auch bei dem ganzen Getreide wird es interessant. Und Mais ist sowas von schlecht dieses Jahr. Klein, kaum Kolben teilweise. Kartoffeln auch. Ziemlich schlecht. Ja.
Ja, etwas alles, ne? Geht über das Wasser. Ja. Das ist das Problem Nummer 1. Mich interessiert da, wie das Winter so wird dieses Jahr. Ja. In der einen Hinsicht sagst du mal, es wäre ein schöner Winter wieder schön. Ja. Auch vielleicht mal auch ordentlich kalt, dass das ganze Viehzeug teilweise wirklich mal, wie es wieder normal ist. Genau. Genau. Und nicht in Plagen ändert, weil Wespen sind teilweise hier schon eine richtige Plage an manchen Orten. Oh, bei uns auch. Hm. Bei uns auch. Aber darfst ja keine irgendwie töten. Gibt doch bloß zwei Arten. Sonst kannst du ja hier richtig hohe Geldstrafen kriegen, weil sie geschützt sind. Die Wespen? Ja. Okay. Also ich glaube bis zu 65.000 Euro Geldstrafe. Oh wow. Okay. Das wusste ich nicht. Ja. Nee, Wespen ist ganz schön was da. Aber dafür eine normale Biene oder so siehst du kaum. Ja, das ist genau anders bei uns. Bei okay. uns sind die Bienen sehr geschützt. Ja, bei uns auch. Aber du siehst kaum noch Bienen. Das stimmt auch, ja. Oder zumindest fallen sie vielleicht auch nicht ganz so sehr auf, weil sie nicht so, ich sag mal, nervig sind. Mhm. Also bei uns Wespen sind nicht geschützt, das... nein. Okay. Hm. Nicht, dass ich wusste. Ja, ich weiß nicht, ob das über Länder gemacht wird oder ob das vielleicht sogar über die EU ist, die Liste. Oder noch was anderes. Keine Ahnung. Oh, da bist du ja wieder. Ja. Naja, zum einen so halt schöner kalter Winter, wenn man raus wieder richtiger Wind. Aber zum anderen, wenn du dir jetzt überlegst, Energie und alles. Ja. Da hoffst du eigentlich auf milden Winter. Mhm. Aber man kann eh nichts dagegen machen, von daher, man nimmt so wie es wird. Mhm, das stimmt. Und da ich Winterfreund bin, kann es ein schöner, knackiger Winter sein. Mit schön viel Schnee. Aha. Da passe ich lieber. Also bei mir... Ja, Sommer? Ja, ja. In welchem Monat bist du geboren, frage ich mal so rum? Oktober. Okay. Ja gut, Oktober ist so wahrscheinlich die Grenze. Bei mir Januar und viele, wo du hörst, Winterfan und all sowas, sind auch im Winter geboren. Ah. Ist mir so mal ja, aufgefallen schon. Ja, könnte sein, ne? Nee, aber also Winter selber gefällt mir eigentlich, aber das Schnee, das bei mir das größte Problem. Warum? Ja, fahren. Also ich lebe am okay. mittleren ja. Hügeln und ja. Das ist schon interessant im Winter. Ja, okay. Nee, ja. Ich mag das so richtig schön verschneit. Am besten auch die Straßen zugeschneit. Aha. Kein, also nicht jetzt hier mit dem ganzen Salz und was machst du denn nur Matsche, Pampel, alles hin. Ja. Ist so schön verschneit und dann bist du einfach mal draußen und die Autos fahren vorbei und es ist so ruhig. Na, kommt der Mayanspruch? Nein. Dieses Mal nicht. Okay.
Ich abgib dann noch und ja, mach das. Dann machen wir weiter. Ja, aber Schwader geht echt gut. Ja, das war ich nicht. Also der Zetor ist auch nicht schlecht. Der neue. Keine Ahnung, fahr gerade den Lindner. Nee, der passt auch. Der hat wenigstens Bremsen. Genau. Das stimmt. So, noch schnell parken. So, wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Uns würde sehr freuen, wenn du, wenn da Kommentare und Likes erscheinen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Ciao, ciao. Tschüssi.